Der Abluftkamin ist das letzte Glied der Lüftungsanlagen. Diese sorgen für ausreichende Belüftung sowie für Heizung, Kühlung und Klimatisierung der Raumluft im Innern der Anlage. Die Lüftungsanlagen müssen zudem den Unterdruck im Reaktorgebäude aufrechterhalten. Er ist tiefer als der Luftdruck der Umwelt. Im Falle eines Lecks könnte deshalb nur Luft von außen nach innen gelangen, jedoch nicht umgekehrt. Die Lüftungsanlagen regeln also den Luftdruck im Innern und sorgen für ein angenehmes Raumklima. Was über den Abluftkamin abgegeben wird, ist normale Raumluft. Bei einem schweren Störfall könnte die Raumluft allerdings verunreinigt sein. Um unzulässige Abgaben radioaktiver Stoffe zu vermeiden, wird die Abluft aus dem Reaktorgebäude mehrfach und auf unterschiedliche Arten gefiltert und gereinigt, bevor sie an die Umgebung abgegeben wird. Falls nötig, wird die Sicherheitshülle im Reaktor vollständig isoliert und keine Luft mehr abgegeben.